Moin und herzlich willkommen zu meinem DVD-Abend, den wir nachmittags machen müssen, weil ich um 9 schon ins Bett muss. Opfer. Ich freue mich, dass ihr am Shizzle Rizzle seid. Zwischenfrage. Achmed, Machmed und Lachnet, kommen die nachher auch noch? Ja. Nice. Glaub mal ja nicht, dass ich hier zu dir komme, um mit dir einen schönen Tag zu verbringen, ja? Trisha, hält schön die Fresse, ne? In der Schule nicht erzählen, dass ich hier bei Sandra abhänge. Du weißt doch, Lexa, ich kann Geheimnisse super für mich behalten. Zum Beispiel, dass du gestern mit dem Lehrer rumgemacht. Halt die Fresse, Trisha! Was? Du hast gestern echt mit einem Lehrer rumgequatscht? Ja, genau. Wie uncool, Lexa. Gott sei Dank bist du nicht schlauer als ein Toastbrot. Sandra, ich wollte mich nochmal persönlich bei dir bedanken, dafür, dass ich hier mitmachen darf bei deinem DVD-Abend am Nachmittag. Nur ein Problemo, Jon. Eigentlich wollte ich ja mit Sascha einen DVD-Abend machen. Also, DVD-Abend. Rummachen. Ja, wie du gestern mit dem Lehrer, Lexa. Sag mal, hast du nicht alle Latten am Zaun? Nee, ich wohne noch in einem Karton. Der Karton-Song. Sandra, mach mal Ansage. Wann kommen Achmed, Machmed und Lachnet? Die kommen gleich schon. Keine Sorge. Los, mach Serie an, dann halt die zwei Wege so eure Fresse. Eine Frage. Alter, tschüss. Hast du vielleicht eine Decke oder so, sodass man sich das hier ein bisschen gemütlich machen kann? Trisha will rumfummeln. Gar nicht. Sorry, ich hab nur eine Hundedecke und die ist behaart und stinkt nach Kot. Ja, mega geil. Ich liebe Tiere. Boah, ey. Irgendwann müssen wir auch mal anfangen, ey. Trisha, schnell. Real Talk. Das wird hier heute nichts. Kein Alk, keine Boys. Und so wie ich Sandra kenne, gucken wir gleich noch Schneewittchen in der Käsefabrik. Ja, oder Highschool-Musical oder so ein Scheiß. Nichts gegen Highschool-Musical. Troy ist ein Ehrenmann. Bad on it, bad on it. Der Hund hat jetzt noch draufgekackt. Ich hoffe, das stört dich nicht. Sandra, ich hab kein B mehr. Ich gehe nach Hause. Mhm, hab ich mir schon gedacht. Na gut, Trisha, dann gucken wir beide eben mit Sky Ticket, ne? Ich bin noch mal ein bisschen in mich gegangen und habe mich entschieden, doch noch etwas zu bleiben. Ja, geil. Also, meine Lieblingsserie ist ja... Hier, Trisha. Meine Lieblingsserie ist ja... Rick and Morty. Schön für dich, Sandra. Kauf dir einen Keks. Aber wir gucken The Outsider. The Outsider, beste Serie ever. Scheiß dir in die Hosen vor Angst. Ich bin für Game of Thrones. Hast du Rick and Morty überhaupt schon mal gesehen? Nö, muss ich auch nicht. Denn alles, was du cool findest, wird von der Weltgesundheitsorganisation als krankmachend eingestuft. Rick and Morty ist so geil, ey. Rick ist so ein alter Opa, so ein Wissenschaftler und der trinkt immer ein bisschen viel. Und Morty ist sein Enkel. Und Rick und Morty galaxieren sich immer in andere Galaxien. Ja, Sandra, das... Hört sich immer richtig schön gestört an. Ja, ne? Deswegen mag ich die Serie auch so gerne. The Walking Dead? Wie wär's mit The Walking Dead? Ich sag's dir, The Outsider von Stephen King. Weißt du überhaupt, wer Stephen King ist? Ja, ein König. Ja, der König des Horrors. Das ist schon Herr Genital, mein Mathelehrer. The Outsider geht um so einen Typen, der wird verdächtigt, einen Jungen ermordet zu haben. Aber der Typ hat einfach ein handfestes Alibi. Obwohl alle Beweise gegen ihn sprechen, verstehst du? Weißt du überhaupt, was ein Alibi ist? Klar, das, was die Lehrer immer zu mir sagen, was ich nie schaffen werde. Das ist Abi. Alibi ist was anderes, du Evolutionsbremse. Suits? Ich wär sonst für Suits. Ich will aber was zum Lachen gucken, Lexa. Guck in den Spiegel, hast genug zu lachen. Rick and Morty ist so lustig. Da ist der... The Outsider! Noch nie hat mich etwas emotional so mitgenommen. Noch nicht mal als Hasmut und Achmed sich auf dem Schulhof um Shaniqua gebeult haben. Und das war schon was heißt, das war nämlich sehr emotional. Sehr emotional! Trisha, du entscheidest. Rick and Morty oder The Outsider? Also ich... unsicher. Also, ich wäre für The Rick and Morty Outsider. Das reicht! Ihr habt beide keine Ahnung von guten Serien! Ihr seid dumm und dümmer! Und repariert ein Haus! Die kommt gleich wieder. Was kostet Sky Ticket? 4,99 in den ersten 2 Monaten. Gut. Interessiert mich persönlich nicht. Ich soll für eine Freundin fragen. Tschüss, ihr Loser. Erst The Outsider und dann Rick and Morty. Läuft. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ein großes Dankeschön auch an Sky, dass ihr mich bei diesem Video unterstützt habt. Vielen, vielen Dank dafür. Schaut doch gerne mal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Link zum Sky Ticket für die ersten 2 Monate 4,99 €. Also sichert euch gerne dieses schöne Angebot. Ihr habt dann Zugriff auf wahnsinnig viele Serien. Also genau das, was ihr jetzt braucht, wenn ihr das Haus eh nicht verlassen dürft. Ganz, ganz liebe Grüße. Passt auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis dann. Tschüss.